sehr viele interessante neue Eindrücke. So die, was ich persönlich sehr interessant fand, war die Hochschule, also eine problembezogene Hochschule, die sich konkret mit Problemen der Gesellschaft beschäftigt und darauf ein Studium aufbaut, also dass Studenten vor ein Problem gesetzt werden und dieses dann eigenständig lösen sollen und dabei dann halt die Qualitäten erwerben, die sie gerade durch einen Frontalunterricht von dem Professor erlernen sollen. Was halt die Studierenden viel besser auf das Leben in der Zivilgesellschaft vorbereiten würde und gleichzeitig die Zivilgesellschaft in die Hochschule eingebunden wäre, sodass man direkt an der Hochschule dann versuchen könnte, Probleme zu lösen und neue Lösungsvorschläge zu bekommen. So eine Hochschule wäre auch etwas, was ich für mich persönlich, was ich mir vorstellen könnte, dass ich dann da studiere, also sehr viel projektorientierter, weniger frontal. Außerdem finde ich, gab es sehr viele gute Ideen, wie man studentische Initiativen vernetzen kann an Hochschulen, wie sich Hochschulen vernetzen können. Und ich finde, da sollte das auch weiter ausgebaut werden. Also ich würde gerne an eine Hochschule gehen, die international aufgestellt ist, nicht nur was den Lehrbereich oder den Forschungsbereich angeht, sondern auch international aufgestellt ist, was die studentischen Vernetzungen angeht.